mit Routine, sagt der Vattenfall-Konzern in Stockholm, wie eine Vollbremsung beim Auto. In Stockholm lebt Lars Höglund. Er hat als Konstrukteur die Vattenfall-Atomkraftwerke entwickelt. Aber Reaktorschnellabschaltungen sind für ihn keineswegs Routine. Man übt nie Notabschaltung in den Atomkraftwerken selbst, sondern das wird nur im Simulator geübt. Warum nicht? Weil die Anlagen sind so konstruiert und gebaut, dass man eine begrenzte Anzahl Notabschaltungen durchführen kann. Und wenn man zu viele macht, dann ist die Anlage darf nicht mehr weiter betrieben werden. In der Kieler Überwachungsbehörde bereitet man sich auf Schlimmeres vor. Trafo brennt, kannst du mal gucken, wie das da aussieht. Die Daten, die von Krümmel aus übertragen werden, zeigen, wie der Qualm des brennenden Transformators in Richtung Osten getrieben wird. Das muss angesagt werden, das muss laut angesagt werden mit Lautsprecher, das würde ich doch empfehlen. Und der Wind, siehst du, kommt aus Südwest. Es ist dioxinhaltiger Qualm. Denn 70.000 Liter Kühlflüssigkeit im Transformator haben angefangen zu brennen. Inzwischen sind die Werksfeuerwehr und auch die Feuerwehren der Nachbarorte im Einsatz. In der Warte sieht der Schichtleiter, dass der Wasserstand im Reaktor weiter sinkt. Also muss Wasser hineingepumpt werden. Aber der Druck ist zu hoch. Der Reaktorfahrer öffnet per Hand ein Ventil. Melden Sie mir bitte in Zukunft nur Unregelmäßigkeiten. Zuständig für die Überwachung der Atomkraftwerke und die Reaktorsicherheit in Brunsbüttel und Krümmel ist die Sozialministerin von Schleswig-Holstein. Das, was sie am Nachmittag während einer Mitarbeiterbesprechung in ihrem Ministerium aus Brunsbüttel und Krümmel hört, klingt bedrohlich. Sie will wissen, was bei Vattenfall los ist. Bruno Tomauske ist Geschäftsführer der Atomsparte bei Vattenfall und noch nicht sehr lange Atommanager im Vattenfall-Konzern. Bruno Tomauske ist gerade unterwegs, als ein Anruf aus dem Vorstand kommt. Jetzt muss er zur Krisensitzung in die Zentrale nach Berlin. Brunsbüttel und Krümmel haben den Vorstand aufgeschreckt. Wie will man die Störfälle erklären? Es geht um den Auftritt des Unternehmens. Eine Presseerklärung ist dann kurz nach 17 Uhr in allen Nachrichten zu hören. In Krümmel wurde der Reaktor wegen eines Feuers in einer Trafostation auf dem Gelände vom Netz genommen. Die Feuerwehr konnte den Brand am Nachmittag löschen. Eine Gefahr für den Nuklearbereich hat nach Angaben des Betreibers Vattenfall nicht bestanden. Aber die Pressemitteilung ist falsch. Der Brand in Krümmel ist nicht gelöscht. In einem internen Protokoll ist später nachzulesen, dass es noch 3 Tage lang immer wieder gebrannt hat. Dass es sich um einen Störfall der Kategorie N handelt. Darüber muss der Betreiber innerhalb von 5 Tagen einen schriftlichen Bericht liefern. Absperrung zur Speisewasserleitung L38 wieder öffnen. TN01 S1. Noch immer läuft die Abschaltung nicht problemlos. Der Reaktorfahrer lässt das Ventil zu lange geöffnet. Ein Missverständnis mit dem Schichtleiter. Die Folge? Das Kühlwasser fällt noch weiter ab. Gut, Füllstandsziel ist größer 13 Meter, dann regulieren wir übers Schöpfrohr auf konstanten Füllstand. Als der Wasserstand 2 Meter von der kritischen Marke entfernt ist, gelingt es endlich wieder, die Pumpe in Gang zu setzen und Wasser in den Reaktor zu leiten. Kokertemperatur 38 Grad stabil. 38 Grad und die Kühlung der Koker? Nach einer halben Stunde ist Krümmel abgestellt. Kein TH-System. Ist im Koker kühlen und keine Einschränkungen in der Verfügbarkeit. Keine Einschränkungen, vielen Dank. Dann müssen wir mal, Herr Busch, würden Sie mal bitte jetzt die Betriebsleitung alarmieren. Auch in Brunsbüttel steht der Reaktor jetzt still. Die Kernspaltung im Reaktorkern ist gestoppt. In Brunsbüttel gab es schon viele Schnellabschaltungen. Von 30 Jahren hat es 10 Jahre lang stillgestanden. Für das AKW Krümmel ist es an diesem Nachmittag die 24. Schnellabschaltung seit Inbetriebnahme.
Aber längst nicht alles, was während der Schnellabschaltungen passiert ist, dringt nach draußen. Auch nicht, dass in Krümmel Qualm in die Steuerzentrale eingedrungen ist. Qualm des brennenden Transformators. Auch davon, dass Atemschutzmasken aufgesetzt werden, erfährt außerhalb von Vattenfall niemand etwas. Wir haben die Behörde darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich sehr wohl auch Brandgase in den Bereich des Schaltanlagengebäudes hinein entwickelt haben. Und darüber ist die Behörde auch unmittelbar in Kenntnis gesetzt worden im Zuge der Aufarbeitung dieses Ereignisses. Aber die Aufsichtsbehörde und an ihrer Spitze Sozialministerin Trauernicht wirft dem Unternehmen vor, es hätte selbst informieren müssen. Jetzt wolle man ihr nur den schwarzen Peter zuschieben. Informationen sind nicht geflossen an die Öffentlichkeit. Im Gegenteil, die Öffentlichkeit ist irregeführt worden mit einer Presseinformation, die deutlich machte, dass es angeblich keinen Zusammenhang zwischen dem Brand und dem nuklearen Bereich gegeben habe. Das ist eine glatte Fehlinformation. Und als dann unsere Information über die Ereignisse bei der Schnellabschaltung in Krümmel eine solche Aufregung verursachten, hat Vattenfall nicht gesehen, dass man jetzt selbst informieren muss, die Bevölkerung informieren muss, sondern hat sich wie ein kleines Kind im Grunde entlastet und mit dem Finger auf jemand anders gezeigt. Das fand ich sehr unprofessionell. Ich habe deswegen dazu aufgefordert, dass man erstens bei der Wahrheit bleibt, zweitens professionell und sensibel mit dieser Situation umgeht. Es hätte die Chance bestanden, dies gemeinsam zu tun. Vattenfall ist aber einen anderen Weg gegangen. Niemand sagt den Menschen in Krümmel, weder das Ministerium noch Vattenfall, was sich an dem Nachmittag auf dem Kraftwerksgelände wirklich abgespielt hat. Vattenfall ist der wichtigste Arbeitgeber am Ort. Ich denke, dem sollte auch wirklich seine, wie sagt man, Lizenz entzogen werden dazu. Weil wenn sowas jetzt passiert ist, irgendwie, wann passiert es das nächste Mal? Und dann ist es vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Und natürlich, wir sind schon alle beunruhigt. Ne? Neben dem, dass man dem vielleicht Glauben schenken kann, dass wirklich keine Radioaktivität ausgetreten ist, finden wir es als Anwohner aber absurd, dass wir nicht unmittelbar auch informiert worden sind. Das Krisenmanagement von der Firma da, von den Schweden, das ist völlig daneben. Also ich habe noch nie eine Firma gesehen, die so schlecht informiert hat. Schon einmal gab es im schwedischen Forsmark einen Zwischenfall. Vattenfall betreibt hier drei Atomkraftwerke. Forsmark steht seit dem 26. Juni 2006 für den schwersten Zwischenfall, den es seit der Kernschmelze von Tschernobyl gegeben hat. Wie in Brunsbüttel und Krümmel fing auch an diesem Tag alles damit an, dass ein Kurzschluss in der Stromversorgung eines der Kraftwerke zu seiner Schnellabschaltung hätte führen müssen. Lars-Olof Höglund kennt die Reaktoren von Forsmark sehr genau. Ja, ich war zuletzt bei Vattenfall Chef für die Konstruktionsabteilung für die Atomkraftwerke in Forsmark. Wir hatten die oberste Verantwortung, dass die Anlagen sicher und wirtschaftlich gebaut werden und im Prinzip Verantwortung für alles, was mit dieser Atomkraftwerke zu tun hat. Vier Notstromaggregate hätten dafür sorgen müssen, das Kraftwerk sicher abzuschalten. An jenem Nachmittag springt aber keines der Dieselaggregate an.